So, willkommen zurück bei The Secret World, Folge 15 und Huhu vom Koaden natürlich nicht vergessen. So, wir haben das letzte Mal hier den Schrottplatz verteidigt und laufen mal zurück zu dem guten Menschen da hinten. Obwohl, erst gucken wir nochmal nach, was wir hier noch alles eingesammelt haben. Das dürfte nämlich jede Menge sein. Heilung. Was haben wir hier noch? Das ist auch Gesundheit, Angriffswert, kritischer Trefferwert ist auch besser als das, was wir jetzt haben. Aber braucht Fähigkeitsstufe 2. Okay, dann tun wir das mal hier drüber. Das können wir uns leider gerade nicht leisten. So, noch hier was an Runen. Dann können wir hier oben mal die ganzen Metalle mal aufwerten. Für später für das Herstellen von coolen Waffen braucht man halt auch hochwertige Materialien. Und da wir momentan irgendwie nur so Crap hatten, ne, ist das so besser. So, dann gucken wir auch nochmal in den Charakter, ins Charaktermenü. So, hier haben wir den Vollstrecker und die Tigerpfoten. Das sollte ganz okay sein. Den neuen Skill, den wir uns gekauft haben, den lohnt es sich nicht auszurüsten, weil wir momentan ja eh nur mit der Schrotflinte unterwegs, mit der, nicht mit der Schrotflinte, mit dem Sturmgewehr unterwegs sind. So, wir haben hier noch Full Metal Golem und das ist eine schwere Aufgabe. Edgar braucht Ersatzteile, um seinen Bus zu reparieren. Das Problem dabei ist, dass ihm diese weggelaufen sind. Ach nee. Bringen Sie die fehlenden Teile zurück, damit Edgar den Bus fertigstellen kann. Okay. Wir haben ja schon gesehen. Oh, ich lasse erstmal den Film laufen. Eine echte Schönheit, oder? Wie bestellt und nicht abgeholt. Sie wird langsam unruhig. Ruhig jetzt, Kleine. Ganz ruhig. Wird schon wieder. Ich verspreche's. Unser Charakter steht da hinten Ich wie sehe so eine das gleich, wenn Schaufensterpuppe. jemand keine Ahnung von Motoren hat. Scheiße. Schon okay. Ich kann nicht mit Menschen. Aber wenn es um Autos geht, bin ich ein echtes Genie. Diese Lady hier ist der einzige Weg runter von der Insel. Was? Wollten Sie uns etwa zu Fuß hier rausbringen? Über die Brücke und durch den Nebel zurück zur Zivili-Station? Sie halten sich wohl für einen Helden, was? Das ist witzig. Ein echter Brüller. Comedy vom Feinsten. Sie sind nicht mehr Held als der alte Edgar. Sie bewegen sich nur anders und sind cooler. Aber cool ist unter den jetzigen Umständen nicht mehr viel wert. Also, ich wollte sie gerade fertig machen. Die letzten paar Teile montieren. Da werden die auf einmal lebendig und hauen ab. Ich konnte es kaum glauben. Ich habe hier nachts schon verrückte Sachen gesehen. Dinger mit Flügeln, Tentakeln und tausend schreienden Mäulern. Aber noch niemals hat ihr Altmetall einfach das Laufen angefangen. Das ist total krank. Wirklich, echt krank. Also komme ich einfach nicht weiter mit der kleinen Lady hier. Nicht solange dieser Transformator sich selber repariert. Ich setze ihr fest, bis die Kühe von der Weide kommen. Und diese Kühe, haben Sie die eigentlich schon mal gesehen? Ich schon. Diese Kühe kommen nie mehr zurück. Der Kerl hat sie nicht mehr alle. Aber gut. Wollen wir ihm die weggelaufenen Ersatzteile? Ich finde, das ist witzig, dass diese NPCs sind echt gut gemacht. So. Der Typ hier vorne ist schon wieder da. Aber wir warten noch, bis der wieder weg ist hier vorne. Oder töten den. Ja, genau, komm. Komm her. Na. Bewegung hatten die geschriebene Sachen, ne?
mal unseren Heilschuss mal auspacken, weil wir haben jetzt ein bisschen mehr Heilung, ne? Ah ne, wir hatten nur Heilung gekauft durch die Krallenwaffe. Ah, verdammt. Komm, geh. Geh down. Drecksvieh. So. Ich glaube, wir zünden jetzt auch einfach mal unseren XP-Boost hier. Wir müssen jetzt dann wahrscheinlich jede Menge Golems platt machen. Und da lohnt sich das ja schon. Wir haben hier unseren Chat ein bisschen klein gemacht, aus Versehen. So, jetzt holen wir uns den. Friss Granaten! Gerade neue Klauen, die probieren wir direkt mal aus. Da hat es angesteckt. Drecksvieh. Okay, warte mal. Wir brauchen kleine Talismane Fähigkeit 2. Wir haben gerade Fähigkeitspunkte bekommen. Zack. So, und dann rüsten wir dir doch mal aus. Alles klar. So, sind wieder ein Stückchen stärker geworden. So, eine Zündkerze brauchen wir. Dafür müssen wir hier anscheinend rein. Okay, wo ist die Zündkerze? Da anscheinend. Na. Waren das nicht die Viecher, die jetzt gleich irgendwie die anderen alle rufen? Na komm. Heil ihn schnell, bevor die anderen auftauchen. Den Radius raus und Bam! Heilungsschüsse anschmeißen. Ja, die gehen relativ schnell down. Gut. Aber jetzt ist der schon wieder da. Kommen wir die Granate. Zündkerze da raus haben. Okay. Jetzt kann ich mich schon wieder nicht heilen. Hoffentlich kackt der Server nicht ab. Eine Pistole haben wir gefunden. Ah, jetzt geht's wieder. Gut. Jetzt müssen wir hier lang. Die nächsten Golems platt machen. Ah, da haben wir einen hinter uns. Ne, okay. Der kommt nicht. Der hier, der ist im Weg. Der ist im Weg. Der muss weg. Granate. Irgendwie die Granate ist irgendwie noch nicht so geil, wie die sein sollte. Ja, komm, das ist gleich schon hin. Ein bisschen Heilschuss auspacken. So, heilen. Und jetzt gehen wir uns hier den Eumel holen. Streiftreffer, Streiftreffer, meine Güte. Granate. Ja, bleib schön da stehen. So, auf die andere Seite. So, jetzt kommen mir die anderen Typen. Tippies. Nee, Leute. Das
So haben wir nicht gewettet. Sehr geil, Schüsse. Stirb! Jawohl. So, der Chef. Der Chef erwacht wieder zum Leben. Schnell heilen. Vor wie ihm. Granate reindrücken. Na komm. Manchmal ist es ein bisschen verbuggt, habe ich das Gefühl. Oder ich drücke einfach nur falsch. Es wird ein Leben. Och nö. Ey, ist das jetzt zum. Das ist doch zum Kotzen. Granate. Los hin. Einfach zu langsam. Warum läuft der denn immer wieder weg und hält sich dabei? Das ist voll ätzend. Wieder? Schnell hier aus den Radien raus. Granate abschmeißen. Der braucht viel zu lange. Der ist auch schon wieder da. Das ist ein Kampf, Leute. So, jetzt aber. Mehr. Na. Hallo. Sie können das im Kampf nicht benutzen. Welcher Kampf? Oh, Scheiße. Das kriegen wir doch nie hin. Gehen wir die mit dem Nahkampf schneller rum. Gar nicht, ne? Im Gegenteil, die machen das ja richtig platt. Schnell weglaufen. Heilen. Lauf, Forest, lauf. Ne, die Quest ist noch zu hart für uns. Jetzt sind noch mal zwei Golems hier, aber ich hoffe, dass wir das hinkriegen, zum Eddie zurückzulaufen, bevor die uns alle töten. Eddie! Puh. Okay. Also die Quest ist noch zu hart für uns. Wir machen einfach nicht genug Schaden. Und zwar, also wir machen schon genug Schaden, aber nicht schnell genug. Weil, habt ihr gesehen, ne? Also die spawnen immer neu, bevor ich den auslooten kann. Da scheint es so gewisse Abstände zu geben. Naja, schade. Tja, was machen wir dann? Gehen wir mal vom Schrottplatz weg. Gehen wir mal wieder in die Stadt zurück. Oder? Haben wir noch irgendwas auf der Map, was wir uns holen können? Hier ist ein beschädigter PDA. Ich weiß gar nicht, ob wir den schon mal gemacht haben, aber gucken wir mal nach. Oh, das wurmt mich jetzt ein bisschen. Aber wir sind halt noch nicht so geskillt, dass wir... Haben wir noch nicht gemacht, sehr gut.
Dass wir hier mit so riesen Monstern halt klarkommen. Also einzeln schon und auch über die Zeit, aber nicht so schnell wie jetzt zum Beispiel ein Damage-Dealer oder so. Sie finden einen zurückgelassenen Tablet-PC, er ist schmutzig und nass, scheint aber noch zu funktionieren. Falls der Besitzer noch lebt, hätte er ihn vermutlich gern zurück. Laden von Dufres und Sohn nach Danny suchen. Ich weiß sogar, dass der Danny nicht da ist. Danny hängt doch am Skatepark rum. Mit dem haben wir doch schon über seinen Mathelehrer gesprochen. So, weil wir unseren EP-Boost jetzt hier haben, können wir mal ein bisschen Frust Feuerwehrleute erschießen. Und wieder ein Satz, den ich nie gedacht hätte, dass ich ihn mal sage. So, sprinten sollte man nicht vergessen in der ganzen Sache. Fup. Fup. Vorne ist wieder eine Gruppe Zombies. Die holen wir uns natürlich. Weil die normalen Zombies, die kriegen wir jetzt mittlerweile ja richtig gut hin. Ein Schuss, weg sind sie. Aber für jetzt irgendwie. Wie viel kriegen wir da inzwischen für? 422 EP. Ist okay. Dies ist doch völlig in Ordnung. So. Hier ist der Laden, wo wir hin müssen. Boah, ich sag euch, wenn wir ein bisschen aufgewertet sind, dann gehen wir zurück zum Schrottplatz und machen da ein richtig einen auf dicke Hose. So, zurück zum Schrottplatz. Fallen lassen. Materialien und Geld. Hey, mein Inventar ist voll. Inventar erweitern für 10.500 Pax Romana. Okay. So. Was haben wir hier für eine Waffe gefunden? Auch nicht schlecht. 126 Waffenkraft und eine brutale Glyphe drin. Die ist schon cool, aber wir benutzen die leider nicht. So. Und sprinten nicht vergessen. Im Skatepark nach Danny suchen. Das ist ein bisschen blöd, dass wir jetzt irgendwie. Ah, der holt der Pulti. Nehmen wir die. Ja. Ding, 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 ding. Einmal zum Skatepark und zurück. Oder auch nicht. So, jetzt wollen wir warten kurz. Bis sich hier unser Massenschuss wieder aufgeladen hat. Und. Einfach verdiente EP, die wir auch brauchen. Weil wir müssen uns ja bereit machen, den Schrottplatz jetzt irgendwie mal einzeln einnehmen zu können. Ne? So, hier die Straße lang. Dann haben wir gleich über die Brücke. Ab zum Skatepark. Ich glaube, 7 Punkte brauchten wir noch, um da hinten auch die Clown-Skills noch weiter auszubauen. Wie sieht das eigentlich hier mit unserem Deck aus, was wir uns gerade ausgewählt haben? Okay, das ist alles noch hier so ein. So ein Zeug, was wir immer noch nicht richtig benutzen können. Was ist das denn hier oben? Ah, Leute. Hier oben was Cooles drin. Sturmgewehrressourcen. WBZ-Angriff. Was ist ein WBZ-Angriff? Wirkungsbereich. Das ist doch vielleicht was, auf was wir sparen könnten. Ne? Wirkungsbereich. 41 körperlichen Schaden. Was jetzt machen wir? 108 körperlichen Schaden mit dem. Und
Außerdem verbündete Ziele in aktiven Absaugfähigkeit um 9 geheilt. Bis zu 6 verbündete Ziele erhalten Absaugeffekt. Okay, wir heilen uns halt mit den ganzen Sachen. Wir spielen ja auch hier so einen Heilcharakter. So, hier, hallo Danny. Abgeschlossen. Danny den Tablet-PC geben. Bitteschön. So. Hallo? Wie kommst du denn hier rein? Geht's noch? Geht's noch? Sag mal. Hier, da schluckt eine Granate. So. Hab ich ja noch nie gehabt. Und Danny steht da rum. So. Wir gehen wieder weiter über die Brücke. Und schauen mal, was es in Kingsmith noch so an Quests gibt, die wir machen können, damit wir könnten ja auch mal so eine Rätselquest machen, aber wenn ich hier auf die Uhr gucke, es wird das in dieser Folge wohl nichts mehr. So, hier muss man uns noch ein bisschen was für unsere EP verdienen. Bam. So. Hat auch Schaden. Wir machen nicht wenig Schaden, also es ist das Problem ist, wir machen gegen Einzelziele Schaden und da auch nicht so krass jetzt viel, dass es gegen diese Golems halt halten würde. Ne? So, hier nochmal EP. Wir sind schon umgefallen, bevor da irgendwas kam. So muss das sein. Hier vorne die wir auch noch holen. Drei Schüsse ist ein Zombie tot. Das ist eigentlich gar nicht so. So wenig. Drei Schüsse ist eigentlich viel. Für den Standpunkt, auf dem wir sind. So. Machen wir mal in die Kirche. Und schauen mal, was es hier noch so an Quests gibt. Hier gibt es noch jede Menge Quests. Und zwar gibt es hier die Quest Ein heiliger Ort. Auswahl unterbricht die aktuelle. Ja, dann können wir nicht ändern. Komm, mach mal den. Akzeptieren. Selig sind die Sanften. Doch doppelt selig sind jene, die das Werk des Herrn mutig tun. Durch seine Größe finden wir Zuflucht in seinem Haus. Selbst wenn es belagert wird von Zombies. Ich will das Werk des Herrn nicht schmälern, aber vielleicht haben die Erleuchteten diesen Ort sicher gemacht. Durch irgendeine Art von Beschwörung. Natürlich vom Herrn gesegnet. Oder zumindest toleriert. Woher unsere Zuflucht auch stammt, sie reicht nur bis zur Türschwelle. Selbst der Friedhof quillt über mit Teufelsgezücht. Ich hab's mit Beten und mit meiner 44er versucht, aber Satan trägt Kevlar. Und die Bibelschwenken sie bloß wütend. Was hat der denn da für einen Knüppel an der Seite, ey? Eieiei. Illuminaten, Moment mal, guckt, das ist auch ein Illuminat. Ne, ist ein Templar. Stufe 3. Okay. Zombies in die Kirche locken. Das kriegen wir hin. Das sollten wir gerade so hinkriegen. Wir sind keine, wenn wir den Zombies finden. Da vorne sind Zombies. Hallo. Hier sind auch Zombies. Komm hier. Komm, put, 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 put. So. Oh, wir sind zu Staub zerfallen. Interessant. Den ersten Schutzzauber der Illuminaten zu studieren. Welchen Schutzzauber? Ist da irgendwo an der Tür wahrscheinlich? Da sind, guck mal hier, da. Schutzzauber. Rechts vor links, komm.
Okay. Ums Haus rum. Da ist wieder einer. Okay. Einen dritten Schutzzauber. Ah, hier. Okay. Erwischt. So. Schutzzauber auf Friedhofszaun zeichnen. Okay. Auch das kriegen wir hin. Wir sind zwar nicht so gut im Malen, aber immer hier, dann kriegen wir noch ein paar Punkte. Und sogar ein bisschen Kohle. Zack, zack. So. Schutzzauberplatzierung benutzen. Eieieiei. Who the fuck are you? Ruheloser Toter. Schrissene Granate. So, nochmal. Okay. Abgeschlossen. Gut. Dann gehen wir jetzt rüber. Zum zweiten. Hier sind noch Leute, komm. Die nehmen wir unterwegs mit. Das sind alles Punkte. Oh, die halten mehr aus. Das sind keine normalen Zombies. Sind treue verstorben. Teurer verstorben. Na komm. Okay. Heilen. Geben 1666 Punkte kommen hier. 6 Sekunden können wir uns noch leisten, damit wir die Meute da hinten auch noch mal platt machen. Ah, okay, jetzt doch nicht mehr. Hat irgendjemand weggelockt. Aber hier ist ja schon die nächste Rotte. Die fallen schon wieder sofort um. So. Zack. Geschlossen. Ja, der muss jetzt auch dran glauben hier. Granate! So. Die Granate ist echt nicht so geil, wie ich denke, dass sie ist. Also ich, wenn es bei mir ginge, müsste die mehr Aua machen. Zack. Noch ein Schuss. Und heilen. So. Nächster Schuss. Läuft. Läuft, läuft, läuft. So. Hier ist wieder nur eine Rotte. Einen Heilschuss benutzen. Okay. Der Heilschuss ist schon ganz gut. So. Schutzzauber. Okay. Den rachsüchtigen Koloss. Oh, da hinten kommt er. Nein! Das ist eine Granate. Oh, brauche ich gar nicht. Okay. Bericht senden. Was haben wir hier gekriegt? Ist schlechter als das, was wir jetzt haben. Ja, wir haben jetzt 7 KP zusammen. Können wir mal gucken, was wir jetzt hier. Da kriegen wir, glaube ich, hier dieses Kehlenangriff dafür. Ziel hat behindert.
Was ist denn, wodurch er 5 Sekunden lang keine Kräfte lang? Okay, damit hatten wir doch auch irgendwo eine Combo, nicht wahr? Wenn ich hier. Falls das Ziel den Status beeinträchtigt oder befallen, dann geht nicht behindert, sondern beeinträchtigt. Das, was wir hiermit auslösen, ne? Okay. Schaden von Heilung und Faustkräften. Klaue löst Befallen aus. Haben wir Klaue überhaupt noch? Klaue haben wir gar nicht mehr. Raus damit. Unten lecken ist okay. Immer wenn ein Feind stirbt. Ja, macht extra Ressourcen. Auch gut. Verbesserte Schaden. Absaugen von Heilung im Anima-Schuss. Auch okay. Wenn ein Ziel beeinträchtigt aus, wenn sie den Status bekommen, kann nächster Treffer nicht ausgewichen werden, ist auch okay. Und erhöht den Schaden und Heilung von Sturmgewehrkräften, ist auch okay. Nehmen wir jetzt den oder gucken wir, was gibt's denn hier noch? Wildes Herz verbraucht alle Faustressourcen, Einzelangriff, körperlichen Schaden verursacht abhängig von der Anzahl der verbrauchten Ressourcen. Gewährt den Effekt wildes Nachwachsen, wodurch ihr nächster Faustressourcenverbraucher sie um 8 bis 42 heilt. Verbraucht Sturmgewehrressourcen, Einzelziel, der 23 körperlichen Schaden verursacht und jetzt Defensivziel um ganz schön viel heilt. Okay. 16 bis 100, 229. So. Oh, da kommt schon. Der auf uns. Oh, habt ihr gesehen, wie schnell der kaputt war? Krass. Okay. Naja, ich möchte auch den so schnell töten können. So, irgendwie. Den Status beeinträchtigt auslösen, das haben wir schon, ne? Ja. Anima-Schub haben wir auch. Ersatzmagazin. Erhöht die Effektivität von Absaugeffekten um 20%. Das könnten wir eigentlich mal machen, damit wir 107 körperlichen Schaden. So. Gut, und dann machen wir jetzt doch die beiden hier platt. So, und dann beenden wir diese Folge. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Bis dahin, have fun, euer Koali. Tschüss.